Taking up the pieces on another pointless fight. I got used to unhappiness and you just tried. Hallo Chris, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, jetzt persönlich mit uns das Interview zu machen. Kannst du dich kurz vorstellen, wer du jetzt genau bist für die Luxemburger, die dich noch nicht kennen? Ja, ich bin Christian Taylor. Ich bin ein Singer-Songwriter mit Gitarre aus Wiesbaden in Deutschland. Ja, und ich mache so Pop-Rock-Musik. Ich habe meistens meine Band dabei. Das bin ich quasi. Wie lange bist du jetzt schon in der Musik? Ich habe 2008 habe ich die Schule geschmissen und bin nach London gezogen und da habe ich dann angefangen, richtig Musik zu machen. Also ich habe vorher schon im Chor gesungen, getanzt, alles mögliche, aber so richtig Musik machen seit 2008. 2008. Würdest du heute noch den Jugendlichen sagen, sie sollen die Schule schmeißen, um die Musik zu machen? Oder würdest du eher sagen, nee, mach lieber die Schule und dann nachher die Musik? Ich habe noch nie irgendjemand gesagt, dass er die Schule schmeißen soll. Ich denke, das hängt von der einzelnen Person ab. Also ich bin niemand, der pauschal sagt, okay, ja, Schule schmeißen lohnt sich. Oder der einfach sagt, okay, auf jeden Fall mach die Schule fertig. Bei mir war es halt so, ich wusste, was ich machen wollte. Und ich hatte Angst, dass die Schule fertig zu machen mich irgendwo hindert. Weil ich dann weiß, okay, jetzt hast du das Abitur gemacht, also den Abschluss in Deutschland. Und jetzt kannst du auf die Uni gehen und dann studierst du. Und dann kommt man in so einen Trott rein, wie man sagen. Und davor hatte ich halt ein bisschen Angst. Deswegen habe ich gesagt, so, ich will Musik, ich will nichts anderes machen und deswegen ziehe ich jetzt die Konsequenzen draus. Aber ich denke gerade, wer sich da nicht 100% sicher ist oder wer da noch den geringsten Zweifel hat, soll es auf jeden Fall nicht machen und dann lieber erstmal die Schule fertig machen. Für dich heute die Musik, wenn man dich so hört, da bist du schon einige Jahre dahinter. Hat sich was für dich geändert jetzt heute? Meinst du im Gegensatz zum Anfang? Ja. Auf jeden Fall musikalisch, man hat sich natürlich stark weiterentwickelt. Ich muss sagen, als ich die Schule geschmissen habe, hatte ich gerade ein Lied geschrieben. Also mehr hatte ich noch nicht. Es war nur so diese Liebe. Ich habe vorher schon gesungen ein paar Jahre, aber ich wusste einfach, dass ich das machen will. Aber ich hatte halt noch nicht das Repertoire. Ich hatte mich als Künstler selbst noch nicht gefunden. Und jetzt, 6 Jahre später, bin ich halt wesentlich weiter. Dass ich irgendwie, es hat sich musikalisch alles sehr, sehr ausgereift. Man weiß mehr, wie man sich ausdrücken will, so musikalisch als auch was den Text angeht. Also ich denke gerade, wer so die ersten Aufnahmen von mir irgendwie noch hört oder sieht, dem wird auffallen, dass da schon ein gewaltiger Schritt irgendwie passiert ist. Hoffentlich in die richtige Richtung. Wenn man heute den Namen der Gruppe hört, Chris and Taylor, man denkt sofort Duo. Aber schon wie im Interview, wo wir mal gemacht hatten, im Schreiben, hast du uns erklärt, wie, wo, was ist. Jetzt könntest du uns das nochmal erklären für die Zuschauer. Ich sage immer, ich bin ein Ein-Mann-Duo quasi. Chris und Taylor. Taylor ist meine Gitarre, das ist die Marke der Gitarre. Und da muss ich dazu sagen, als ich nach London gezogen bin, habe ich super viel geschrieben, super viel geübt, um halt alles das nachzuholen, was ich vorher nicht gemacht habe. Und da habe ich halt jeden Tag auf diesen Schriftzug Taylor runtergestarrt. Von daher hat sich das so in meinen Hirn eingebrannt, dass ich dann irgendwann wusste, okay, Taylor muss auf jeden Fall in den Bandnamen. Und so wurde halt aus einem Solokünstler quasi ein Duo. Mobbing ist das Thema, was du sehr unterstützt im Moment, sei es in Deutschland oder in Amerika, jetzt auch hier in Luxemburg. Wie kam das Projekt zustande? Ja, ich unterstütze natürlich Projekte gegen Mobbing und nicht Mobbing selbst. Ja. Aber war, ich denke, aus persönlichem privaten Interesse. Also vor einigen Jahren, ich glaube hier in Luxemburg auch, in Deutschland haben es nicht so viele Leute mitgekriegt. Vor einigen Jahren war eine große Selbstmordwelle von Jugendlichen in Amerika. Das waren oft gerade Jugendliche, die schwul, lesbisch oder bisexuell waren oder transsexuell, aber auch heterosexuelle Jugendliche und die waren oft nicht älter als 13 Jahre alt. Und die haben sich wegen massiven Mobbings das Leben genommen. Und zu der Zeit ist keine Woche vergangen, ohne dass ein neuer Fall bekannt wurde. Und das hat leider bis heute angehalten. Jetzt gerade vor ein paar Tagen war es wieder in den Medien, dass da ein Schüler erpresst wurde mit einem intimen Video, das von ihm gemacht wurde. Und der hat sich dann auch das Leben genommen, der war 14 Jahre alt. Und das war halt sowas, was mich ziemlich sprachlos ziemlich traurig natürlich gemacht hat. Und zur gleichen Zeit hat ein Freund von mir Erfahrung mit Mobbing machen müssen. Also nicht so schlimm wie viele in Amerika, aber selbst für ihn hat schon dieses leichte Mobbing, in Anführungszeichen, hat ihn richtig fertig gemacht und richtig verändert. Man hat gesehen, wie er irgendwie so ein bisschen die Lebenslust verloren hat. Und das war was, was mir enorm Angst gemacht hat. Und daraufhin habe ich ein Lied geschrieben, Trevor Song, habe ich ja auch im Artikel schon erwähnt. Und
Das habe ich dann live immer gespielt und ich muss sagen, dass kaum ein Lied so viel Resonanz gekriegt hat wie das Lied. Also viele Leute haben geschrieben danach und gesagt, hier, vielen Dank für das Lied, es bedeutet mir viel, ich habe das selbst durchgemacht. Und das war halt was, was sich sehr oft wiederholt hat, was mir halt gezeigt hat, okay, der Bedarf ist einfach da und diese Thematik ist eine brandaktuelle. Und deswegen jetzt auch das Anti-Mobbing-Projekt in Deutschland, was wir gemacht haben. Und zum Glück hat der Nick von Gigs for You, hat jetzt mit dem Alex von Acoustic Message, hat jetzt hier das Music Against Discrimination auf die Beine gestellt. Wie sieht jetzt die Zukunft weiter aus? Wirst du dich noch dahinter alles machen, dass es weitergeht, oder ist es jetzt Schluss? Nee, auf jeden Fall soll das weitergehen. Ich meine, ich denke, die Kampagne selbst war zwar punktuell, aber ich habe mich schon immer gegen Mobbing und Diskriminierung stark gemacht. In vielen meiner Lieder wird das aufgegriffen, halt nicht immer mit dem pädagogischen Zeigefinger. Es ist manchmal ein bisschen subtiler, aber das ist eine Thematik, die sich auch durch mehrere Lieder noch zieht. Und ich denke halt so... wie das Projekt jetzt gelaufen ist, dass da so viel Energie ich reinstecke, das werde ich jetzt erstmal nicht weitermachen, weil ich meine, ich muss ja auch noch ein bisschen Musik machen nebenbei, aber ich werde auf jeden Fall da dranbleiben und gucken, ob man sowas vielleicht nochmal wiederholt, das Projekt, und meine Hoffnung ist halt, dass man Leute darauf aufmerksam macht und die Leute aufmerksam bleiben und nicht dann morgen schon vergessen haben, dass man da gestern irgendwie drüber geredet hat. Von daher, ja, nicht mit der Energie, mit der ich es im letzten Jahr jetzt gemacht habe, aber mit Sicherheit werde ich da auf jeden Fall dranbleiben. Wie du angesprochen hast, jetzt ist deine Musik wieder dran. Was erwartet uns in den nächsten Monaten? Oh je, in den nächsten Monaten kommt eine Unplugged-Platte von uns raus. Wir haben gesagt, okay, wir stöpseln uns mal aus quasi, haben statt einem elektronischen Bass einen Kontrabass genommen, statt einem Schlagzeug einen Cajon, also so ein Schlagwerk, und haben dann 5 Lieder aufgenommen und die werden jetzt auf eine Platte gepackt und kommen dann erstmal raus. Und das soll so die Zeit überbrücken, bis nächstes Jahr das neue Album rauskommt. Das ist so das, was ich glaube im Luxemburg am relevantesten ist, weil ansonsten, ich meine, ich komme aus Deutschland und ich mache halt primär was in Deutschland, was ich gerne ändern kann, ich komme gerne wieder, aber wir sind jetzt erstmal in Deutschland unterwegs. Aber für Luxemburg gibt es die Platte und es gibt das Musikvideo zu dem Anti-Mobbing-Projekt, um da irgendwie den Kreis wieder hinzuschließen. Das kommt auch demnächst raus in den nächsten 2 Monaten, denke ich. Also das sind so die nächsten Projekte. Gut, dann bedanken wir uns und wir hoffen uns, wir sehen uns dann in Deutschland wieder, wenn die Platte raus ist. Vielen Dank. Vielen Dank. It's keep your tears in sorrow. The past is under I am with you. Cause I'm gone. Yeah, I'm gone. Carrying the pieces on my former so-called life. You think I got all the happy times, and I got all the advice. I've been through that so many times before, but this time it won't do. Cause I am closing up and laughing so, and this time I thank you. That I am gone, 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 gone. I make my own tomorrow. It's been a long, long, long time over two. Cause I am gone, 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 gone. Tears and sorrow. The past is up, but I am down with you. Because I'm gone. And yeah, I'm gone. Oh, oh, oh. I said I'm gone. Yes, I am gone. I am